süßes Halloween. Ich kann es kaum erwarten, bis True das sieht. Das wird so herrlich gruselig. Ich werde sie zu Tode erschrecken. Warte, Bobby. Erwischt. Wenn du ein Glühbiss wärst, müsstest du mir was zu naschen geben. Du bist richtig hochgehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Aber du musst zugeben, dass meine Maske echt nicht schlecht ist. Uga, buga, buga. Willst du gruselig sein oder nur albern? Sehr witzig, True. Wir werden ja noch sehen, wer dieses Jahr mehr gute Bonbons von den Glühbissen bekommt. Komm schon, True. Lass uns ein paar Glühbisse erschrecken. Das sind nur Griselda und Fruki. Wir haben nicht mal Glühbistagmasken auf. Also wieso hast du solche Angst? Ich hab doch keine Angst. Ich hab nur nicht erwartet, dass ihr da steht. Direkt vor mir. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Fruki. Reizend. Hey, wieso standet ihr überhaupt vor unserer Tür? Habt ihr etwa Angst, ganz alleine zum Glühbissumpf zu gehen? Was? Ich? Und Angst? Oh, niemals. Wir sind hier, weil ich dachte, du wärst vielleicht etwas nervös. Und ich hatte ja offensichtlich recht. Wir sollten besser losgehen, bevor es zu dunkel wird. Bartleby zuliebe natürlich. Ernsthaft. Und bevor alle guten Bonbons weg sind. Da ist was dran. Wir müssen nur noch auf Sie warten. Ich habe ihn auch eingeladen, mit uns zu kommen. Oh, gut. Ich habe noch niemanden erschreckt. Vielleicht schaffe ich es bei Sie. True, ich habe endlich jemanden erschreckt. Hast du sie hüpfen sehen? Ich bin gehüpft. Aber ich glaube, Bartleby ist höher gehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Dann seid ihr ja jetzt aufgewärmt. Auf zum Glühbissum. Und zu den guten Bonbons! True, ich sehe gar keine guten Bonbons. Vielleicht sollten wir morgen wiederkommen. Du weißt schon, wenn es etwas heller ist. Die Glühbisse haben das ganze Jahr über ihre Bonbons wachsen lassen. Lass uns nicht den einzigen Tag verpassen, an dem wir sie kriegen können. Ich dachte nur, sie wären einfacher zu finden. Wow, seht euch das an. Da, sie leuchten auf. Das bedeutet, dass die Bonbons fertig sind. Ja, es ist endlich Bonbon-Erntezeit. Ich zuerst. Bonbon bitte. Griselda, du musst doch erst etwas für den Glühbiss tun. Erinnerst du dich? Dann belohnt er dich mit einem Bonbon. Etwas tun? Du könntest ihn erschrecken, ihn zum Lachen bringen oder ihm einen Trick zeigen. Einen Trick? Oh, okay, ich weiß genau, was ich tue. Mach Männchen und bitte den Glühbiss um ein Bonbon, Fruki. Du schaffst das. Mach Männchen. Bettel. Komm schon, ich zeig es dir. Ruff, ruff, ruff. Komm schon, Fruki. Ruff, 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 ruff. Gut gemacht, Griselda. Was? Nein, ich hab nicht gebettelt. Aber ich hab den ersten Bonbon. Vielen Dank, Glühbiss. Du bist dran, Sie. Scheint mir ein ziemlich einfacher Prozess zu sein. Ich werde dich jetzt mit einem kleinen Tanz unterhalten, der dir bestimmt gefallen wird. Ja? Nein? Ich kann noch mehr Moves. Amateure, ich zeig euch mal, wie das geht. Seht hin und lernt. Uga, buga, buga. Bekommt man eine Menge Bonbons. Seht euch nur all diese Bonbons an. Wow, 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 wow. Warte. Wir müssen noch die guten Bonbons von den grünen Trickbonbons trennen.
Du weißt schon, Trickbonbons, die isst man nicht, denn was sie tun, gefällt dir nicht. Ich dachte, das ist nur so ein Spruch. Nein, es stimmt. Wenn du ein Trickbonbon isst, dann passiert etwas ganz Seltsames mit dir. Guter Bonbon, Trickbonbon. Guter Bonbon. Was soll denn bitte mit denen nicht stimmen? Was ist, wenn die Trickbonbons viel besser sind als die guten Bonbons? Könnte doch möglich sein, oder? Probier's nicht aus, Bee. Man soll sie nun mal nicht essen. Das weiß doch jedes Kind. Ach, was soll's. Wir haben hier ja mehr als genug von den guten. Gut, gut, Trick, Trick, gut, gut. Und fertig. Aber was machen wir denn jetzt mit den Trickbonbons? Wir bringen sie morgen zurück zum Sumpf und verteilen sie auf den Ranken. Die Trickbonbons helfen den Glühbissen beim Wachsen. Oh, sie sind also gut für Glühbisse, aber nicht so gut für andere. Zum Beispiel Katzen. Oder wollen die Glühbisse einfach nur die besten für sich? Sie sehen schon verführerisch aus. Ich bringe sie besser nach draußen, damit ich sie nicht esse. Weg mit euch, Trickbonbons. Wir sehen uns morgen. Was machst du da draußen, Bee? Gar nichts. Ich stelle nur die Trickbonbons nach draußen, damit ich nicht in Versuchung gerate, sie zu essen. Guter Plan. Aber pass auf, dass kein Tier sie findet und isst. Die kennen den Spruch nämlich bestimmt nicht. Ach, du hast recht. Wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand sie alle aufisst. Nicht, wenn ich sie als Erster probieren will. Und was machst du jetzt? Jetzt verstecke ich auch die guten Bonbons, damit ich nicht in Versuchung gerate, sie zu essen. Zumindest nicht alle auf einmal. Oh, Bee! So, ich kann euch nicht mehr sehen, also denke ich auch nicht daran, euch zu essen. Zumindest nicht, bis ich mitten in der Nacht hungrig werde und dann seid ihr für mich da. Hey! Hi! Yeti! Nein! Du darfst die Trickbonbons auf keinen Fall essen! Das weiß doch jedes Kind! Bonbon? Nein, nein! Essen? Nein! Ja! Mach das nicht! Oh, nein, 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 nein! Nein! Lecker! Ich wusste es. Ich wusste, sie sind gut. Drew hatte recht. Das ist seltsam. Und er hat meine Trickbonbons. Warte, Bee. Hast du gerade auch so ein Heulen gehört? So ein Heulen? Was denn für ein Heulen? Na, ein Heulen so wie Au. Du meinst wie Au? Nein, es war eher so ein... Genau so. Warte, Bee. Wo sind eigentlich deine Trickbonbons? Ein Yeti hat sie. Warte, Bee. Ich habe sie ans Fenster gestellt, aber er hat nur darauf gewartet, Pfotenversprechen. Oh nein, hat er eins gegessen? Ist was Seltsames passiert? Er hat eins gegessen und dann hat er sowas gemacht. So ungefähr. Das ist nicht so schlimm. Und dann ist er grün geworden und seine Augen haben geleuchtet und seine Ohren. Dann hat er geheult und ist vom Dach gesprungen. Hatte ich erwähnt, dass er grün geworden ist? Okay, das ist schlimm. Oh ja, das ist er. Er hat die restlichen Trickbonbons dabei und rennt damit Richtung Regenbogenstadt. Dann müssen wir da auch hin. Komm schon, Bee. Der Yeti sollte doch leicht zu finden sein. Ich meine, er ist riesig und grün. Und er scheint ziemlich gerne zu heulen. Da ist er. Nein, das ist er nicht. Sieh dir das an. Was ist mit ihm passiert? Sieh nur, da sind noch mehr. Und das alles wegen eines Trickbonbons? Hey, da hinten ist jemand, der nicht grün ist. Vielleicht hilft er uns. Ja, hallo, mein kleines blaues Bonbon. Wie gut schmeckst du wohl? Besser als ich dachte. Moment, das war ein Trickbonbon. Na, na. Er legt sie rein, damit sie die Trickbonbons essen. Und dann werden sie grün und fangen an zu heulen. Puh, Bartleby, habt ihr diese ganzen heulenden Grünlinge hier rumrennen sehen? Hä? Oh.
heulende Grünlinge. Was ist denn hier los? Das ist auch beim letzten Mal passiert, als jemand ein Trickbonbon gegessen hat. Deswegen habe ich mir vor Millionen von Jahren diesen Spruch überlegt. Trickbonbons, die isst man nicht. Denn was sie tun, gefällt dir nicht. Ich dachte, inzwischen würde das jeder wissen. Ja, natürlich. Weiß jeder, dass man niemals einen Trickbonbon essen sollte. Also wirklich. Die heulenden Grünlinge legen die anderen rein, damit sie die Trickbonbons essen. So werden es immer mehr von ihnen. Ich fürchte, genau so verbreitet es sich. Was können wir tun? Wir müssen die heulenden Grünlinge nur dazu bringen, ein gutes Bonbon zu essen. Dann verwandeln sie sich wieder zurück. Klingt doch ganz einfach. Es gibt nur ein Problem. Isst man noch ein heulender Grünling, wenn der Vollmond scheint, bleibt man für immer einer. Wie, wir müssen das wieder hinkriegen. Schnell, Zeit für Wunschhilfe. Kyumalo! Auf zum Wunschbaum. Viel Glück. Guter Bonbon. Guter Bonbon. Oh, Trickbonbon. Sieh! Ah! Oh, hi, Leute. Habt ihr schon ein paar gute Bonbons gegessen? Es gibt ein Problem. Wir haben aus Versehen einen Yeti einen Trickbonbon essen lassen. Ja, wir. Oh nein, hat er einen Ruckelzuppeltanz aufgeführt, ist grün geworden und hat geheult? Woher weißt du das? Trickbonbons, die isst man nicht. Denn was sie tun, gefällt dir nicht, wie auch immer. Jeder weiß das. Okay, okay, hab's verstanden. Ganz viele Regenbogenstadtbewohner haben sich in heulende Grünlinge verwandelt. Die rumrennen und immer mehr heulende Grünlinge erschaffen. Du kannst dir den Krach vorstellen mit all dem Geheule. Der Regenbogenkönig sagt, wir müssen sie alle zurückverwandeln. Bevor es Vollmond wird. Was bald der Fall ist. Und wir haben so viele heulende Grünlinge einzufangen. Und das werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Okay, lass uns sitzen und nachdenken. Okay, True, wie kann der Wunschbaum dir helfen? Wir müssen alle Grünlinge zusammentreiben, dürfen aber nicht selbst zu Grünlingen werden. Und zwar noch vor dem Vollmond. Und dann müssen wir sie dazu bringen, ein gutes Bonbon zu essen. Puh, das wird wirklich schwierig. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Really? Zeig mir all deine Zauberei. Diese Wünsche sind fantastisch. Ich bin gespannt, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte sagt. Das ist Blasi. Hallo, Blasi. Blasi ist wie ein Blasenportal, durch das du hindurchgehst. Danach bist du in deiner eigenen Blase und geschützt. Wow, das sollte uns vor den heulenden Grünlingen beschützen. Dein nächster Wunsch ist Zwilli. Schön, dich kennenzulernen, Zwilli. Zwilli ist ein Wegschießwunsch. Mit ihm kannst du Dinge wegschießen. Klasse, das ist bestimmt praktisch. Irgendwie. Und der letzte Wunsch ist Tylee, ein Teilwunsch. Hallo. Oh, ich möchte es sagen, ich weiß es. Er hilft dir, Dinge mit anderen zu teilen. Ganz genau. Ich weiß zwar noch nicht, was wir mit dir anstellen, aber du bist sicher hilfreich. So, zip, zap, Wünsche in den Rucksack. Geschehen. Viel Glück. Und denk dran. Ess niemals einen Trickbonbon. Ich weiß. Da ist einer. Hi. Oh, tolles Glühbirnstag-Kostüm. Oh, wie lieb von dir. Oh.
noch total schräg. Oh, oh, da ist noch einer. Oh, Bonbons für mich? Das ist wirklich nett. Ich weiß nicht mal, wie wir anfangen sollen, sie einzufangen. Oh nein, sie versuchen es mit Griselda. Bleibt zurück, ihr doofen, grünen Verrückten. Ihr macht mir keine Angst, fast keine. Griselda, lass dich nicht reinlegen. Ist kein Trickbonbon. Nein, Froggy, kein Betteln. Kein Betteln. Frookie reingelegt. Das ist aber auch nicht sehr schwierig. True, Hilfe! Ich will mein Frookie zurück! Ah, seht nur! Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Blasi. Wunsch werde wahr. Blasi, beschütze uns vor den heulenden Grünlingen. Ja. Seid ihr bereit? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hoffe, das klappt. Na, 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 na. Die Kinder heutzutage. Blasi hat das toll gemacht. Wir sind alle sicher. Diese heulenden Grünlinge hätten mich nie dazu gebracht, ein Trickbonbon zu essen. Oh, ich bleibe noch ein bisschen in der Blase, wenn das okay ist. Alleine. Oh, sie vermisst Froggy. Aber er ist ein heulender Grünling. Wie verwandeln wir ihn zurück? Vielleicht können wir mit diesem Bonbons Froggy noch mal reinlegen. Hallo, Froggy! Hier, Froggy! Oh, mein Froggy, nein! Oh, vielen Dank, True! Gut gemacht, Blasi. Zurück mit dir. Blasi! Jetzt müssen wir nur noch alle anderen zurückverwandeln. Oh nein, der Mond! Er ist schon fast voll! Und fast jeder in Regenbogenstadt ist ein heulender Grünling! Wir brauchen jede Menge guter Bonbons. Zum Glück habe ich noch kein einziges gegessen. Meine kannst du auch haben. Und sie gibt uns seine bestimmt auch. Fantastisch! Das sollte reichen. Ich denke mal, meine brauchen wir dann nicht mehr, richtig? Wir brauchen sie nicht. Was? Ihr habt so viele. Schön. Meine könnt ihr auch haben, aber nur unter Protest. Das wird reichen, um alle zurückzuverwandeln. Aber die heulenden Grünlinge rennen durch die ganze Stadt. Und wie bringen wir die heulenden Grünlinge dazu, sie zu essen? Dürfte schwierig werden, einen Reinleger reinzulegen. Lasst uns mal nachdenken. Oh, erinnert ihr euch daran, wie Froggy hochgehüpft ist, um das Bonbon zu fangen? Vielleicht machen die Grünlinge das auch. Und Zwilly kann die Bonbons richtig weit wegschießen, sodass wir alle rechtzeitig erreichen. Tolle Idee! Die Grünlinge sind ja auch irgendwie hundeähnlich. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Zwilly. Wunsch werde wahr. Aufgepasst, heulende Grünlinge! Okay, Zwilly, dann mal los! Was für ein gutes Bonbon! Es funktioniert! Jetzt müssen wir nur allen ein Bonbon geben, bevor Vollmond ist. Los geht's, Grünlinge! Schluckt sie runter!
Hi! Hi! Es ist Vollmond. Hat noch jemand Lust zu heulen? Wie auch immer, das war natürlich ein Witz. Was soll's? Tolle Neuigkeiten! Dank eurer Hilfe wurden alle heulenden Grünlinge wieder in ihr normales Selbst zurückverwandelt. Die Bewohner und die Stadt sind sicher. Ich hoffe, niemand ist zu enttäuscht, dass wir jetzt ein ganzes Jahr auf unsere Bonbons warten müssen. Oh. Aber es muss doch noch irgendwo Bonbons geben. Tut mir leid, Bee, aber es ist nur dieses traurige kleine Bonbon übrig. Du meinst, ich muss wirklich ein ganzes Jahr bis zum nächsten Glübelstag warten? Warte, ich habe noch meinen dritten Wunsch, der Teilwunsch. Wir sollen dieses eine lausige Bonbon auch noch mit den anderen teilen, True? Mal sehen, was Kylie da machen kann. Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zoo, ausgewählt bist du! Wach auf, Tylee! Wunsch werde wahr! Oh. Tylee, bitte hilf uns dabei, dass wir dieses Bonbon mit allen im Regenbogenreich teilen können. Zuerst müssen wir die Trickbonbons aussortieren. Lest niemals einen Trickbonbon! Das weiß doch jedes Kind.